Ich begrüße euch ganz herzlich zum 30. Spieltag, liebe Freunde, und ich will euch direkt mal eine gute Kunde überbringen. Es sind nur noch 5 ausstehende Spiele, und wenn wir dieses Spiel gegen Düsseldorf gewinnen sollten, dann ist uns die Euroleague zumindest nicht mehr zu nehmen, weil wir haben 15 Punkte Vorsprung jetzt schon vor den Gladbachern, und wir brauchen ja nur noch einen Punkt, dann haben wir es schon geschafft. Und wir gucken dann auch mal unten auf unsere Gegner Düsseldorf, für die ist natürlich auch sehr, sehr schwer. Mit 8 Punkte Rückstand, wenn sie jetzt verlieren sollten, die Mainzer gewinnen sollten, dann sind es 11 bei nur noch 4 ausstehenden Spielen. Also, das wird sehr, sehr schwer. Und für uns gilt es einfach den Punkt holen, dann ist die Euroleague schon mal gesichert. Aber wir wollen natürlich jetzt auch, wenn wir schon diese Riesenchance haben, in die Champions League einziehen zu können, wollen wir die natürlich auch nutzen. Und ich denke mal, Düsseldorf ist da wirklich ein guter Gegner, um das schaffen zu können. Die Euroleague zumindest schon mal klar zu machen. Dann gucken wir mal weiter, was wir dann gegen Schalke rausholen werden im kommenden Spiel. Son ist jetzt wieder auf der Bank. Da ist er wieder. Der Son, der wird auch definitiv eingewechselt werden. Je nachdem, wie das Spiel läuft, müssen wir mal gucken, wann er eingewechselt wird. Aber ich werde ihn auf jeden Fall bringen. Das sei schon mal sicher. Jetzt haben wir hier ein schönes Skillspiel machen. Ja, Rudnev schön verballert. Und jetzt geht's gegen Fortuna Düsseldorf. Der 30. Spieltag. Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf. Die Rothosen gegen die Fortunen. So kann man es, denke ich, mal bezeichnen. Rothosen gegen Rothosen. Meine Werkself nur auf Platz 9. So kann das doch nicht weitergehen. Und jetzt geht es erstmal los. Das Matchballspiel um die Euroleague Nummer 1. Es startet hier in der Imtech Arena von Hamburg. Man darf gespannt sein, was wir hier holen werden. Ein Punkt beschert uns die Euroleague. Den werden wir und wollen wir auf jeden Fall holen. Jetzt haben wir erstmal einen Einwurf hier, den wir, ja, einigermaßen gerade so an den Mann bekommen. Diekmeyer, ja, schön ins Ausgerannt. Prima, Junge. Vandenberg, der spielt das Ding jetzt hier mal auf Fink. Vandenberg. Der Neuherr-Tarner. Petritsch. Der hat einen linken Fuß, damit kann er auch abziehen und das war nicht ungefährlich. Es gibt Ecke. Van der Vaart. Van der Vaart, die kommt gut rein. Und da ist Robert Almer, der hier im Tor steht. Das wundert mich schon etwas. Hätte jetzt eigentlich doch den Giefer erwartet oder haben sie den verkauft? Weiß ich natürlich jetzt gar nicht. Keine Ahnung. Bude Bus, jetzt müssen wir mal gucken hier. Petritsch. Van der Vaart. Gehen wir hier vorbei. Gehen wir hier wieder rein. Gehen wir hier wieder vorbei und dann ist es, bin ich ein kleines bisschen zu verspielt. Aber da habe ich auch irgendwie keine andere Möglichkeit mehr gefunden, da wirklich eine gute Abschlussposition zu erlangen. Und wie ihr seht, dieser Trick, den ich natürlich immer mache, mit der Laufrichtung ändern, das ist ein absoluter Lieblingstrick von mir, der gefällt mir einfach, macht unheimlich viel Spaß, den zu machen, weil er auch unheimlich effektiv ist. Ilicevic. Jetzt vielleicht hier durch. Klasse, jetzt können wir schießen. Nochmal raus hier. Und dann können wir hier. Da hatten wir so viel Zeit, so viel Platz, den wir nicht nutzen. Das gibt's ja gar nicht. Riesenchance vertan. Van der Vaart kriegt Gelb, ja, für diese Grätsche, die es da war. Hier haben wir so viel Platz. Den müssen wir doch eiskalt ausnutzen. Gibt's ja alles gar nicht. Alma schlägt das Ding raus. Van der Vaart. Rudnevs. Ilicevic. Jetzt hier nochmal steil. Ilicevic. Und es gibt dann einen, wofür das läuft. Aber wir kommen noch nicht so wirklich in die Lücke. Weil wir finden sie noch nicht wirklich. Das gilt es zu verbessern. Einmal war ja die Chance da, aber da haben wir zu kläglich den Ball vergeben. Jetzt ist natürlich die Lücke erstmal offen. Jetzt muss man hier mit einem Verteidiger drauf rennen und da ist der Rajkovic, der sich in Sachen Zweikämpfen sicherlich nichts vorschreiben lässt. Dennis Diekmeyer treibt jetzt hier erstmal den Ball. Dennis Diekmeyer. Jetzt können wir hier außen spielen, Ilicevic. Auch dem können wir mal hier den Ball treiben, Ilicevic. Der ist eigentlich schnell, aber Vandenberg macht das natürlich sehr, sehr stark. Hier hat man natürlich mal die schöne Kopfballstärke gesehen. Jiracek. Oh. Glück gehabt wieder. Gott sei Dank gibt es Vorteil für Düsseldorf. Sonst wäre hier der Van der Vaart schon mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Diekmeyer, wunderbar. Jetzt mal das Spiel vielleicht schnell mal auf die andere Seite verlagern. Das mal schnell auseinanderziehen hier. Aber dann läuft Van der Vaart weg.
vom Ball, sodass wir keine Chance mehr haben. Piracek. Jetzt muss er die Lücke finden. Die Lücke finden, aber da ist der Petrisch leider nicht der Schnellste. Leider ist er nicht der Schnellste. Schade. Fink. Oliver Fink will die Flanke reinbringen und da scheitert er dann hier am Diekmeier was, glaube ich. Wow. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hier im Hintergrund hört, liebe Freunde. Da fetzen sich gerade die Katzen, Alter. Ich bin gerade richtig schockiert, Alter. Junge, was ist denn da los, Alter? Ich habe echt keinen Plan, wie das hört, ey. Das klingt ja so wie so ein Machtkampf, ey. Als ob sich da 5000 Katzen fetzen würden. Alter, die schlagen sich die Köpfe ein, ey. Mir ist gerade erstmal der Atem weggeblieben. Was ist denn da los, ey? Also wenn ihr das gehört habt, Junge, es klingt gewiss richtig bescheuert. Wenn nicht, dann ja, ist es auch nicht schlimm, weil das Geräusch, ey, ich denke mal, da kommt ihr aus dem Lachen nicht mehr raus und könnt euch nicht mehr auf diese Spiele konzentrieren. Ljubicevic, ach, und dann wieder abseits. Ja, war aber knapp. Ja, in der Mitte dachte ich, wäre es gleiche Höhe. Ja, verguckt. Van der Vaart behauptet den Ball nicht. Hier vergrätschen wir uns. Wir haben jetzt wirklich echt mehr Probleme, als ich gedacht habe. Westermann, hier schöne Balleroberung. Soll ich mal da reinspielen, Petric? Na, den kriegt er nicht. Van der Vaart. Ljubicevic. Petric. Grudner, jetzt müssen wir ihn nochmal rausspielen. Das Ganze mal überbrücken jetzt irgendwie. Oh, da kommen wir nicht zum Abschluss. Und dann gibt es Freistoß. Das ist natürlich eine schöne Position für Van der Vaart. Das ist eine schöne Position für Van der Vaart. Und wie knapp war der denn? Mann, Mann, Mann. Knappes, knappes Teil. Voronin, Fink. Jetzt haben wir hier natürlich eine Überzahl geschafft. Jetzt müssen wir aber irgendwie den Ball. Klasse, jetzt vielleicht so ein schöner Pass. Und dann war der schlecht. War der Pass schlecht. Der sollte ein bisschen steil so in den Lauf kommen. Also jetzt nicht so direkt Richtung Torwart, also so ein bisschen schräger. Van der Vaart, auch das gelingt mal wieder gar nicht. Also, ich glaube nicht, dass wir über das spielerische Element, über die entscheidenden Zuckerpässe kommen können. Ich denke mal, da muss mehr Schnelligkeit rein. Und deswegen werde ich jetzt da ihn bringen. Son wird reinkommen für Van der Vaart. Zum einen ist Van der Vaart vorbelastet. Zum anderen, ja, ich, wie gesagt, ich habe es gerade eben schon erwähnt. Ich glaube nicht, dass wir über das spielerische Element kommen können, kommen werden. Über die entscheidenden Pässe. Ich denke, dass es über die Schnelligkeit entschieden werden muss. Und Son ist ein schneller Spieler und er ist zurück am 30. Spieltag. Greift im Saisonendspurt nochmal mit uns an Richtung Champions League. Das ist einfach nur geil. Wir begrüßen Son wieder zurück in unserem Team. Und da ist er auch direkt mal ein Ball. Jetzt können wir vielleicht mal den Steilpass spielen. Denk, sowas kann Son auch hinbekommen. Jetzt müssen wir den Ball von der Linie kratzen und dann kommen wir da nicht durch. Schade. Oh, klasse Balleroberung hier. Rudnevs. Son. Da ist Son! Da ist Son! Und da ist die erste gute Aktion von ihm. Er bringt es auch hier direkt mal die Ecke rein. Son. Ljubicevic. Rudnevs. Rudnevs. Kommt nicht durch. Schade. Nando Reffel. 6 Saisontore hat er. Auch nicht schlecht. Rudnevs. Rudnevs. Und da ist Alma. Petric. Was? Petric war im Abseits. Ich dachte gerade, hä? Ljubicevic konnte niemals im Abseits stehen. Da hätte ich jetzt aber die Regeln dann nicht mehr verstanden. Oh, dieser Kopfball war auch alles andere als optimal. Eher ein suboptimales Teil. Eieieiei. Da kommt der Ball
Da kommt der Chip rein. Son. Gute Bus. Ach, auch das gelingt mal wieder gar nicht. Nando Raphael. Nando Raphael. Raphael bringt den Ball rein. Und Son, jetzt muss er mal umschalten. Macht er auch. Sollte sich jetzt vielleicht mal in die Offensivbewegung mit einschalten. Son, jetzt können wir nochmal den Rudnevs anspielen. Jetzt können wir den Ball schön vortragen. Dennis Diekmeier. Oh, also Diekmeier gefällt mir auch wirklich gar nicht. Auch den werden wir jetzt mal hier gescheit auswechseln. Das ist einfach nicht schön, was er da spielt. Kommt einfach nicht so zum Zug. Deswegen bringen wir Jeffrey Boomer rein auf rechts. Er kann das verteidigen. Und wird das, denke ich mal, auch ganz gut erledigen, seinen Job da hinten. Rajkovic. Rudnevs. Ach. Also, es ist wirklich ärgerlich, wenn wir jetzt gegen Düsseldorf die Punkte liegen lassen würden. Aber vielleicht kriegen wir jetzt die Chance, Rudnevs. Vielleicht kriegen wir jetzt die Chance. Rudnevs. Und schieb ihn rein, Rudnevs. Nein, das kann nicht sein. Das war die Riesenchance zum 1-0. Nur nicht verrückt werden lassen. Nur nicht verrückt machen lassen. Nicht verrückt werden lassen. Nur nicht verrückt machen lassen. Wir bekommen noch unsere Chance. Budebus hier, der zieht hier mal wieder an. Mal wieder unersättlich. Budebus hier vernascht er mal wunderbar den Gegner. Jetzt muss er sich lösen. Jetzt kann er in die Mitte spielen. Da wird das auch das gelingt. Nicht. Ja, check. Ah, da hätten wir den Gegner eher auf uns zukommen lassen sollen. Und dann diesen Trick machen sollen. Dann wären wir wunderbar durch gewesen. So tricksen wir da voll in den Gegner rein. Und Düsseldorf wechselt Bellinghausen rein. Lamberts geht raus. Son. Rudnevs, da wird auch der eiserne Lette mal in die Zange genommen und verliert den Ball. Ach, nee. Irgendwie ist es so ein Spiel, was, ja, es deutet vieles auf 0-0 hin, aber vielleicht setzt der eine noch den Lucky Punch. Auch dieser Ball kommt dann nicht durch. Wenn man dann probiert, schnell in die Spitze zu spielen, gelingt es nicht. Jetzt natürlich, das wäre der absolute Super-GAU. Das wäre der absolute Super-GAU. Adler mit einer Riesentat. Adler mit einer Riesentat. Und diese Grätsche von Bruma, sie war so verdammt wichtig. Das ist unglaublich, wie er da noch tatsächlich an den Ball kommt. Wir mussten diese Grätsche riskieren. Wir mussten es einfach riskieren. Hätten wir es nicht gemacht, wäre dieser Ball höchstwahrscheinlich im Tor gelandet. Gut, Neves. Der hat diesen Fuß, der hat ihn. Da ist der Treffer in der 81. Das ist es. Das ist es. Geiles Ding. Geiles Ding. Er hat sowohl rechts als auch links. Kann er abschließen, der Rudnevs. Und er macht es hier. Wunderbar. Wunderbar. Perfekt abgenommen, dieses Ding. Perfekt abgefeuert. Das, denke ich mal, trifft es eher. Und jetzt führen wir hier 1-0. Und haben hier die wichtigen 3 Punkte. Und dann gehen wir in das Duell gegen Schalke 04 am 31. Spieltag mit richtig viel Selbstvertrauen rein. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen, da ist ja gar keiner mehr. Warum ist da keiner mehr? Die Grätsche mussten wir. Wir mussten da reingehen. Auch das, denke ich mal, gibt eine gelbe Karte. Ja, nehmen wir hin. Und Düsseldorf wechselt nochmal. Wir führen 1-0. Mann, 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 ist das wichtig. Ist das wichtig. Juanan kommt rein für Jens Langenecke. Wir stellen hier noch einen zusätzlichen Mann in die Mauer. Gehen hier noch vor. Da wird er abgelegt. Der Ball kommt. Adler lässt ihn prallen. Aber wir kriegen ihn erstmal geklärt. Bellinghausen treibt das Ding natürlich nochmal. Grätsche misslingt völlig. Erstmal stellen, Augo. Und es gibt Einwurf Düsseldorf. Weber und oh, der Ball prallt von Weber ab und der ist bei uns. Wunderbar. Oh, das war ein riesen katastrophaler Bock, den wir da geschossen haben. Und der Ball ist drin. Das ist nicht zu glauben. Das ist nicht zu glauben. Da schießen wir einen riesen Bock. Wir werfen den Ball da zum Gegner.
Voronin hat halt noch diese Klasse, den Ball im Tor unterzubringen. Nein. Nein, nein, nein. Das tut richtig, richtig weh. Ein Stich ins Hamburger Herz. Mir fehlen gerade echt die Worte. Was für ein katastrophaler Einwurf war das denn? Und damit leiten wir echt den Treffer ein. Jetzt Rudnevs! Rudnevs! Nein! Das hätte sein müssen. Rudnevs mit der absoluten Fehlaktion. Kriegen wir noch einen Angriff? Kriegen wir noch einen Angriff? Rudnevs, wir müssen einfach mal durchziehen hier. Oder vielleicht noch einen Angriff? Nein, so nicht, so nicht, so nicht. Aber Son holt sich hier klasse den Ball. Son, steck durch auf Petric. Petric ist durch, wird gezogen. Das ist ein Elfer. Das ist ein Elfer. Und den gibt's nicht. Und dann ist Schluss. Und es bleibt beim 1-1. Ja, und Jiracek, der weiß es. Mann, 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 das ist natürlich ärgerlich. Gefightet, gekämpft, aber nicht belohnt worden. Die Euroleague, die ist zwar sicher, aber ganz bitter, wie wir die Punkte liegen lassen. Und Schalke hat tatsächlich verloren. Dortmund gewinnt in Mainz, das dürfte es dann, denke ich mal, endgültig gewesen sein in Sachen Meisterschaft. Aber wir haben ja ohnehin nie wirklich davon geträumt. Schalke bis auf einen Punkt ran, die Bayern, ja, 8 Punkte auf. Die Dortmunder, das wird nicht mehr zu machen sein. Wir gucken, was die Bayern gemacht haben. 6 Punkte vor. Wir wollen die Schalke noch abfangen im direkten Duell. Das ist vor der Brust. Das wollen wir nutzen. Schalke gegen Hamburg, das Duell um den dritten. Ja, genau, das Duell um den dritten Platz. Ich musste gerade mal überlegen. Das erwartet euch im nächsten Part. Ich verabschiede mich für diesen Part mit einem wirklich, ja, dummen 1:1, das war absolut unnötig, dieser Einwurf, der hätte nicht sein müssen, aber was willst du machen? Es passiert halt manchmal so, manchmal hast du halt so Klöpse drin. Ich hoffe, das vermehrt sich nicht in den letzten 4 Spielen. Ich bin jetzt raus, verabschiede mich, wünsche euch angenehme Tage. Macht's gut, ciao.